Hallo, Sie sind auf dem Kanal Richtige Wahl. Heute bewerte ich die Samsung HWA650 Soundbar. Wenn Sie sich über den Preis informieren möchten, klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung des Videos. Wenn Sie bereits etwas über dieses Modell wissen, dann teilen Sie gerne ein paar Infos in den Kommentaren, sodass Sie anderen helfen, die richtige Wahl zu treffen. Vergessen Sie auch nicht, ein Like und ein Abo dazulassen. Lasst uns mit dem Test beginnen. 3D Surround Sound. Das ist Surround Sound, den du spüren kannst. Samsung Soundbars nutzen DTS Virtual X Technology, um eine 3D-Klangwelt zu erzeugen, in die du eintauchen kannst. Satter Sound. Für alle, die sich eine extra Portion Bass wünschen, bietet der Bass Boost Modus mit nur einem Klick ein intensives Sounderlebnis. Angepasste Sprachverständlichkeit dank Center Speaker. Erlebe mit dem integrierten Center Speakers klare Dialoge. Durch den zentralen Lautsprecher entsteht ein ausbalancierter Klang, denn die Dialoge kommen aus der Bildmitte und die Sprache ist von den sonstigen Soundeffekten, linker und rechter Kanal, klar getrennt. Das ermöglicht eine klare Sprachverständlichkeit und sorgt für ein beeindruckendes Home-Entertainment-Erlebnis. Adaptive Sound Light. Adaptive Sound Light kann den Sound für TV-Serien, Sportinhalte und News anpassen, indem die Tonspur verschiedener TV-Inhalte automatisch analysiert wird. Game Mode. Dank der Crosstalk Cancellation Technology werden störende Geräusche reduziert, wodurch du während einer Gaming-Session die Position von Tönen heraushören kannst. Genieße dein Spiel, während der Sound automatisch angepasst werden kann, ohne dass du dich mit den Einstellungen beschäftigen musst. Schließe einfach deine kompatible Konsole an und lasse dich direkt in abenteuerliche Klangwelten mitreißen, damit du dich auf dein Spiel konzentrieren kannst. Subwoofer inklusive. Der beeindruckende Bass aus dem Subwoofer lässt dich deinen Content intensiv erleben und dich in facettenreichen Klangwelten eintauchen. Bei unseren Soundbars der A-Serie ist stets ein externer, kabelloser Subwoofer im Lieferumfang enthalten. One Remote Control. Du brauchst häufig nicht mehr als eine Fernbedienung. Wichtige Funktionen wie zum Beispiel das Anschalten, die Lautstärke und auch die Soundeffekte können einfach und intuitiv mit der Samsung One Remote Control gesteuert werden. HDMI. Willst du auf einem größeren Bildschirm spielen? Nutze den Anschluss, um dein HDMI-Kabel zu verbinden und satten Sound zu genießen, egal welches Gerät verbunden ist. Bluetooth-TV-Verbindung. Stört dich das Kabelgewirr in deinem Wohnzimmer? Nutze einfach Bluetooth, um deine Soundbar kabellos mit einem Samsung-TV zu verbinden. Bluetooth-Multiverbindung. Verbinde bis zu zwei kompatible Smartphones gleichzeitig mit der Soundbar und schalte schnell zwischen euren Lieblingsplaylists um. Kabelloser Surround Sound. Verbinde deinen TV kabellos mit den separat erhältlichen Rücklautsprechern und erlebe Heimkino-Feeling pur. Ich habe mir die Bewertung von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Subwoofer sehr nutzlos. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Soundbar sieht ordentlich verarbeitet aus. Die Höhen- und Mitteltöner sind wirklich klar, richtiger, satter Sound, einfache Verbindung zum TV und Handy und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist sehr interessant. Der Test für die Samsung HWA650 Soundbar ist nun abgeschlossen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie in der Beschreibung unter dem Video Links zu den besten Preisen von diesem Produkt finden. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren und teilen Sie uns Ihre Meinung mit. Wenn Sie das Video nützlich fanden und es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Wir sehen uns bald wieder.